Schön, dass wir es hier nochmal geschafft haben, hinten raus. Hätte ich nicht mit gerechnet. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Tolle Sache. Und ich weiß warum, kann ich gut verstehen. Und wir haben Zufälle glaubt, das haben wir natürlich über Wochen geplant, weil wir wussten, was kommen wird. Das wusste der FC Bayern nicht, das wusste er selber nicht, aber wir haben es natürlich geahnt. Nein, Quatsch. Ich freue mich wirklich sehr, dass er mal wieder bei uns ist. Wir wollen mit ihm wirklich über den europäischen Fußball reden. Was da gerade alles passiert, wir haben Investoren, Rekordablösen, Bilanzfälschung, Überschuldung, Machtkämpfe, Super League, das sind ja so Buzzwords. Alles reißt aneinander an diesem Fußball. Was bedeutet das für die Fußball-Bundesliga? Und ja, dann am Ende werden wir auch darüber reden, was das für sein FC Bayern bedeutet. Mein nächster Gast braucht keine weitere Vorstellung. Ich freue mich super, dass er da ist. Karl-Heinz Rummenigge, herzlich willkommen. Danke. Hallo. Nehmen Sie Platz, Herr Rummenigge. Danke. Hallo. So, wie gesagt, wir fangen mal beim großen Bild an und nähern uns dann, wie gesagt, ins regionale Bayern irgendwann. Geben Sie uns noch mal eine Einordnung. Ich habe gerade so ein paar Buzzwords genannt. Gefühlt passiert so viel im europäischen Fußball, dass es wirklich schwer ist, überhaupt noch die Übersicht zu behalten. Und teilweise verliert man auch ein bisschen die Lust am Fußball, weil alles gefühlt an diesem Fußball zieht und jeder versucht, ihn für sich zu erobern. Wenn Sie das jetzt mal eine Einordnung für uns nehmen, wie würden Sie die vornehmen, wenn Sie mal jemandem das erklären müssen, was da gerade passiert? Also erstmal möchte ich meinen alten Freund Franz Beckenbauer zitieren. Da gibt es ja den berühmten Satz, der hat gesagt, Fußball ist unkaputtbar. Und am Fußball ist immer ein bisschen gezerrt und gezogen worden, in welche Richtung auch immer. Und ich mache mir eigentlich relativ wenig Sorgen um die Zukunft. Ich glaube, wenn, dann müssen wir uns ein bisschen hier Sorgen machen in Deutschland, weil ich sehe gewisse Probleme auf die Bundesliga zukommen, speziell was Wettbewerbsfähigkeit international betrifft. Aber international, wenn wir über Champions League sprechen, etc., dann muss ich offen und ehrlich und klar sagen, ist die Welt dort sehr sonnig, weil wir gerade draußen die Sonne am Schein haben. Trotz der Entwicklung mit der Super League, da möchte ich natürlich unbedingt mit Ihnen drüber reden, ist das für Sie ad acta gelegt? Also es gibt ja noch kein Urteil, das wissen wir ja auch. Ne? Es gab da ein Gutachten von Herrn Rantos, der eingeordnet hat, darf man die Super League jetzt sanktionieren oder nicht? Wir wollen jetzt hier nicht zu juristisch werden. Wie ordnen Sie das Thema ein? Ist das weg oder wo stehen wir da? Na gut, ich habe damals noch, als die Super League gegründet wurde, vor rund zweieinhalb Jahren ist es jetzt her, hatten wir natürlich auch die Anfrage, ob wir dort teilnehmen, weil wir sind glücklicherweise der, sage ich mal, prominenteste deutsche Club und waren zu dem Zeitpunkt auch auf Ranking Platz 1 im UEFA Club Ranking und wir haben das sofort abgelehnt. Wir haben uns intern einmal darüber unterhalten und ich habe dann gesagt, ich mache auf keinen Fall mit, weil ich ganz einfach das ganze Gebilde in Gefahr sehe, das man sich über Jahrzehnte aufgebaut hat. Ich sage nach wie vor voll zur Überzeugung, die Champions League ist der beste Clubwettbewerb der Welt. Das ist ja heute auch noch. Das ist nicht nur finanziell, sondern ich finde auch von der Attraktion her. Wir haben nächsten Samstag oder Samstag in der Woche das Champions League in Istanbul und ich weiß, was da für eine Nachfrage ist nach diesem ganzen Wettbewerb und dieser Wettbewerb ist fantastisch, wenn man auch teilnehmen darf. Ich habe das große Glück gehabt in den 20 Jahren, als ich Bayern München führen durfte, dass ich zweimal 2013 und 2020, das letzte Mal, dass wir die Champions League auch gewonnen haben und ich weiß, was das auch emotional bedeutet. Emotional für dich selber, für die Mannschaft, für die Trainer, aber insbesondere für die Fans. Und ich glaube, die ganze Super League hat eine Fehlrechnung gehabt von Anfang an, nämlich die Fans nicht mit einzubeziehen. Die Reaktion der Fans in Deutschland, obwohl wir gar keinen deutschen Club dabei gehabt hätten, wenn sie jemals gegründet worden wäre, aber insbesondere in England, selbst in Italien, und ich habe mal ein paar Jahre in Italien gespielt damals, in den 80er Jahren bei Inter Mailand, selbst die waren komplett dagegen und selbst in Spanien gab es keine Befürwortung dazu. Und dass natürlich ein großer Aufschrei in Europa stattgefunden hat, das hätte man voraussehen müssen. Das Ganze ist natürlich auch, muss man auch klar und deutlich sagen, handwerklich ein Schnellschuss gewesen, der nicht komplett zu Ende gedacht wurde. Sie haben jetzt zwei Hüte auf. Das eine ist FC Bayern, das andere ist Exekutivmitglied der UEFA. Ich nehme jetzt mal bewusst den Super League für einen Moment auf, den Hut. Die Macher würden Ihnen wahrscheinlich widersprechen. Die werden jetzt sagen, wir warten mal das Urteil ab.
dann wird es Vorgaben geben, unter denen wir uns zu richten haben, wenn wir einen Wettbewerb durchführen wollen. Dann ticken die Boxen ab, sagen, machen wir so, es muss durchlässig sein, Geldverteilung, es muss Auf- und Abstieg geben, ähnliche Dinge mehr. Und wenn man sich mit den Machern unterhält, dann sagen die einen, da werden wir schon genug Clubs zusammenkriegen. Laufen wir Gefahr, wie auch immer, dass man dann sagt, dann schauen wir uns mal an, welcher Wettbewerb sich durchsetzt. Nein, überhaupt nicht. Die Super League ist tot. Die ist gestorben, 48 Stunden, nachdem sie proklamiert wurde damals. Und ich habe das mitgekriegt. Ich hatte relativ engen Kontakt. Damals bin ich auch in die UEFA-Exekutive gebeten worden, muss ich sagen. Eigentlich hatte ich das auch nicht mehr vor in meiner Lebensplanung. Und dann hat mich der Präsident angerufen, Seferin, und hat gesagt, derjenige, der ja damals eigentlich dort Mitglied der Exekutive war, war Andrea Agnelli, einer der Founder der Super League, der natürlich als Konsequenz zurücktreten musste. Und ich habe das dann gemacht. Ich habe es gemacht mit vollster Überzeugung. Ich mache nichts, in meinem ganzen Leben habe ich versucht, immer die Dinge so zu machen, dass ich zumindest komplett authentisch dahinter stehen kann. Und ich war von Anfang an gegen diese Super League, weil Sie dürfen nicht vergessen, wir haben eine. Ich war mal bei Sepp Blatter noch, zu Zeiten noch, als er ein bisschen besseres Image hatte als danach. Und er hat mir dann mal die Fußballkultur erklärt. Und dann hatten die haben ja an ihrem Sitz da in Zürich, der sehr schön ist, by the way, haben die wie so eine Säule. Und unten waren dann 5 Spieler, prominente Spieler, in dieser Skulptur. Darüber waren 3, 2, 1. Und dann hat er mir das erklärt, hat gesagt, das da unten sind die Clubs, das darüber sind die Verbände, das darüber sind die Kontinentalverbände und oben war noch einer, das war Pelé, das ist der Oberste in der ganzen Skulptur, die er da uns mir gezeigt hat. Und er sagte, ohne die Wurzel unten, ohne die Clubs, funktioniert nichts nach oben hin. Und dieser Verantwortung muss man sich ein bisschen auch, sage ich mal, stellen, wenn du sowas gründest wie die Super League, weil du stellst damit natürlich eine Fußballkultur, die wir über Jahrzehnte aufgebaut haben, insgesamt in Frage. Weil was wäre die Konsequenz gewesen, wenn zum Beispiel aus Deutschland Dortmund und Bayern in die Super League abgewandert wären? Die Bundesliga hätte weiter funktioniert, aber sie hätte große Probleme gekriegt in der Vermarktung, weil sie wäre dann wie so eine zweite Liga oft mal da gewesen. Und ich fände das ein Stück, muss ich ehrlich sagen, verantwortungslos dem ganzen Gebilde gegenüber oder auch der UEFA mit der Champions League. Also da ich ja... Aber wenn Sie sagen, Herr Rummenigge, die Clubs, man braucht die Clubs an die Macher der Super League oder zumindest die Treiber, sind hochveritable Clubs. Also es ist Real Madrid dabei, Barcelona, ja. Sie haben Agnelli angesprochen, Mailand. Sie kennen die Leute doch alle persönlich. Was treibt die denn? Also wenn Sie recht haben... Ich meine, die machen das auch schon lange. Was treibt diese Herren? Was ist ihr Motiv? Ich denke, zwei Dinge haben sie getrieben. Das eine war, man darf nicht vergessen, sie haben die Geschichte während Corona gegründet. Das heißt, wie praktisch die ganze Welt hat natürlich der Fußball auch riesige finanzielle Corona-Schäden gehabt. Also ich kann mich erinnern, ich habe da mit 15 Leuten in unserer großen, schönen Allianz Arena gesessen und das war alles nur nicht lustig. Und diese Schäden, die sind natürlich viel, viel schlechter vom Süden Europas absorbiert worden. Die Clubs in Italien, meine Juventus Turin ist börsennotiert, die Zahlen kann man ja abfragen, wir sprechen über Hunderte von Millionen, die da oft mal als Verluste angehäuft wurden. Das ganze Thema ist sehr stark finanziell geprägt, aber nicht nur exklusiv. Das muss man auch korrekterweise sagen. Ich glaube, es gab immer bei gewissen Clubs, ja, ich sag mal so ein bisschen Bauchweh, dass man die FIFA und die UEFA in den Entscheidungswegen über sich hatte. Und es wundert mich auch nicht, dass die 3 Clubs, die es ja jetzt noch gibt, als Überbleibsel aus ursprünglich, ich glaube, es waren 14, wenn ich richtig das im Hinterkopf habe, dass die noch übrig geblieben sind, die haben natürlich ein Problem damit, dass die UEFA, ich sage gar nicht exklusiv, aber weitestgehend dann über die ganzen Dinge bei der Champions League, bei der Europa League und so weiter entscheidet, dasselbe bei der FIFA.
Ja, da wird, ich mache mal nur ein Beispiel, die nächste Weltmeisterschaft wird, ich glaube, mit 50% mehr Nationen gespielt. Die Vereine haben relativ gar keinen Einfluss darauf gehabt. Und das ist natürlich bei diesen Vereinen auch nicht gut angekommen, dass du im Entscheidungsprozess relativ keine Stimme hast. Du hast eine Stimme, du kannst dich natürlich in den Medien dagegen querstellen, aber das ist dann am Ende des Tages nicht der entscheidende Faktor. Aber der wichtigere Faktor ist die Finanzen. Diese Vereine hatten unglaubliche finanzielle Problematik auf einmal. Und dann gibt es noch einen dritten Faktor. Es gibt ja die Big Five in Europa. Deutschland ist, oder die Bundesliga ist eine, die Serie A in Italien, die französische Liga, die spanische Liga und über allem thront die Premier League. Und die Premier League treibt uns natürlich, uns vier, muss ich sagen, in den Wahnsinn. Sie treiben uns in den Wahnsinn, weil sie brauchen sich ja nur mal die Umsätze im Transfermarkt anschauen. Im letzten Transfermarkt hat alleine die Premier League doppelt so viel umgesetzt wie alle vier anderen Ligen zusammen. Und ich sehe auch kein Ende. Ich sehe wirklich auch kein Ende, dass diese Dominanz aus England uns immer mehr vor sich hintreibt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Riesenproblem mittlerweile auch für Clubs wie Real Madrid, wie Barcelona, auch für Bayern München. Da mache ich auch keinen Hehl raus. Nur ich hätte trotzdem nicht die... Man hat geglaubt, durch Gründung der Super League bringst du die Engländer, ich sag mal, in einem Downgrade auf dasselbe Niveau wie Real Madrid, wie Barcelona, wie auch immer, wer dort teilgenommen. Was ich nicht verstanden habe von Anfang an, ich habe am nächsten Tag habe ich mit dem Chef von Manchester City gesprochen, den ich gut kenne, Ferran Serrón, ist ein Spanier. Da habe ich gesagt, Ferran, eine Frage, ich verstehe es nicht. Und dann sagt er, was verstehst du nicht? Habe ich gesagt, ihr habt im Moment etwa viermal höheres TV-Geld als jede Liga in Europa. Als Deutschland sowieso, selbst als Italien, selbst Spanien. Viermal so viel. Ihr habt Multimilliardäre als Besitzer, die euch auch noch die Kohle reinschmeißen können, wenn ihr was auch immer auf dem Transfermarkt veranstaltet. Ihr habt euch downgraden lassen. Ich verstehe das nicht. Ihr habt eine Dominanz, eine Marktbeherrschaft aufgegeben, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Was war seine Antwort? Seine Antwort war, die amerikanischen Besitzer insbesondere, die es ja gibt bei Arsenal, bei Manchester United etc., die haben natürlich im Hinterkopf gehabt, sie kaufen einen Club. Ich habe mal den John Henry von Liverpool kennengelernt. Der ist dann nach zwei Jahren, nachdem er Liverpool gekauft hat, zu mir nach München gekommen und hat gesagt, kannst du mir Fußball erklären? Dann sage ich, aber du hast doch den Club jetzt zwei Jahre gekauft. So ein bisschen Ted Lasso-mäßig. Ja. Ja, und dann sagt er zu mir, er ist ja, glaube ich, noch Besitzer von den Boston Red Sox, also ein großer Club im amerikanischen Sport. Wenn ich in Amerika einen Club kaufe, in der NBA, in der NFL, in der MLS oder was auch immer, habe ich auf mein Invest einen Return on Invest. Weil von Anfang an steht fest, dass ich auf keinen Fall Geld verliere. Ich kaufe Liverpool, Klopp macht einen guten Job, wir kommen sportlich langsam nach oben. Was ist die Konsequenz? Die Verträge der Spieler werden teurer, die Verträge der Trainer werden teurer, aber das Income wächst analog nicht mit. Und das war natürlich eine sage ich mal, eine Geschichte, die der überhaupt nicht verstanden hat. Ich habe gesagt, dein Profit wird erst dann kommen, wenn du irgendwann die Lust an Liverpool verlierst und den Laden verkaufst. Weil ich glaube, er hat ihn für 700 Millionen Pounds gekauft damals mit seinem Fonds, den er ja hat. Aber, man hört ja jetzt, was Manchester United demnächst als Wert mit sich bringt. Und ich gehe davon aus, Liverpool wird nicht dramatisch davon entfernt sein. 5 Milliarden Pounds, wenn der Deal mit den Kataris, wenn der abgeschlossen wird. Das wird sein Profit sein. Aber bis dahin wird er Verluste haben. Weil das ist in diesem... Wir haben ein Problem im Fußball. Wir sind demnächst die einzige Industrie auf dieser Welt, die nur noch Verluste macht. Weil wir ganz einfach das ganze Geld, das wir in den letzten 10 Jahren ja durch gutes Marketing, jeder Club macht ein gutes Marketing, finde ich. Auch in Deutschland, zweite Liga, weil ich gerade den Kollegen
von St. Pauli hier vor mir sehe, alle machen eigentlich einen guten Job. Alle haben höhere Einkommen gehabt. Aber alle haben auch höhere, wesentlich höhere Gehälter, wesentlich höhere Beratergebühren etc. etc. und Ablösesummen gehabt, so dass du arbeitest eigentlich von morgens bis abends nur noch für die Kasse der Spieler und der Berater. Und das ist ein Kreislauf, den können wir in Europa zumindest nicht gewinnen, weil eben in England höheres TV-Geld ist, weil Milliardäre im Zweifelsfall die Rechnung ausgleichen können. Und dieses Rattenrennen im Fußball kann die Bundesliga meiner Meinung nach on the long run nicht mithalten. Gehen wir gleich mal darauf ein. Ich schließe einmal das Thema Super League für uns ab. Wer bin ich, dass ich Ihnen widersprechen würde? Sie haben gesagt, die sind tot. Ich sage, wir warten mal ab, wie das Urteil ist. Nein, ich glaube, die treiben sie vor sie her. Nein, damit wir uns nicht missverstehen. Mhm. Es kann sein, ja, dass man vor Gericht sogar am Ende des Tages Recht bekommt und sagt, es ist theoretisch, juristisch möglich, diese Super League unter gewissen Voraussetzungen zu installieren. Aber es wird kein Club aus Deutschland, kein Club aus Frankreich, kein weiterer Club aus Italien oder auch aus Spanien da mitmachen. Weil ganz einfach die Reaktion unseres, wer ist unser Kunde? Unser Kunde ist der Fan. Die Fans haben den Daumen gesenkt. Und das war meiner Meinung nach die wichtigste Reaktion im Fußball, die sie komplett unberücksichtigt gelassen haben. Und das war ein Unforced Error allererster Güte. Die Fans aus dieser ganzen Geschichte von der Gedankenwelt herauszulassen. Wie gesagt, das an sich ist ein Riesenthema, könnten wir noch weiter sicherlich hart verhandeln, müssen wir mal auch mal in einer größeren Runde machen. Lassen Sie uns mal diese Situation nehmen, Sie haben da schon ein, zwei Sachen angedeutet, was das jetzt mit der Bundesliga macht, diese Gesamtsituation in Europa. Sie haben schon ein bisschen durchblicken lassen, Sie haben die letzten Entscheidungen mitgenommen, man hat sich für 50+1 weiter entschieden als Bundesliga. Gab es eine Abstimmung, man hat sich gegen Aufnahme von Investoren entschieden, jüngst letzte Woche. Wie haben Sie die Situation wahrgenommen? Ja, ich habe mich gefragt an dem Tag, das war ja, glaube ich, letzte Woche Dienstag. Die DFL hat einen Investitionsstau. Sie will in digitale Dinge investieren, sie will in OTT investieren. Ich habe irgendwo eine Zahl gelesen von 700 Millionen, die das kosten soll. Der Prozess, wenn man einen Investor dazugenommen hätte, hätte ja zumindest die Liquidität dann gebracht und darüber hinaus ja auch noch Vorteile gegeben, dass man Liquidität an die Clubs hätte auskehren können. Ich frage mich wirklich seit letzten Dienstag, erstens, woher soll das Investment jetzt kommen, das ja wohl dringend gemacht werden soll und muss? Und das Zweite ist die Konsequenz daraus, dass ja 16 Clubs haben letzte Woche die zentrale Vermarktung der DFL aufgekündigt. Also ich kann mich erinnern, wir hatten ja große Diskussionen in der Vergangenheit oft über die zentrale TV-Vermarktung. Und wir hatten bei Bayern München auch mal, ja, ob es eine intelligente Idee ist, weiß ich nicht, uns selbst zu vermarkten. Seit letzten Dienstag, muss ich offen und ehrlich sagen, ist dieses unsolidarische Verhalten der 16 Clubs auch so zu interpretieren, dass man jetzt eigentlich fast seinem eigenen Club empfehlen muss, bei der nächsten Ausschreibung sind wir aus dem Kartell raus, wir vermarkten uns selber. Weil 16 Clubs haben jetzt diese TV-Zentralvermarktung aufgekündigt. Ist das ein drohendes Szenario oder sagen Sie, das kann wirklich passieren? Nein, ich frage mich, also wir haben ja jetzt einen Investitionsstau von 700 Millionen. Irgendwo muss das Geld ja herkommen, wenn man das Investment tätigen will. Was auf keinen Fall irgendeiner mitspielen und auch sicherlich bei München nicht mitspielen wird, ist, dass man einen Kredit aufnimmt über 700 Millionen, den dann der DFL bzw. den 36 Mitgliedern in den Rucksack reinpackt und wir als Komplementärhaftung dann eben auch noch möglicherweise für Clubs, ich will da keinen Namen nennen in der Bundeshauptstadt, dann noch damit noch mithaften soll. Also mit Verlaub, das kann keiner von irgendeinem Club, der jetzt in den letzten zig Jahren immer solide, seriös gewirtschaftet hat, dass wir dann auf mal in die Komplementärhaftung mit hinein. Das werden wir für uns gesichert ausschließen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in der Bundesliga irgendwo Anklang finden würde. Die Überlegung, die beiden Ligen in zwei getrennte Ligenverbände aufzuteilen, wie es in England, wie es in Italien, glaube ich, auch der Fall ist, ist das für Sie eine
denkbare Lösung, um dann zumindest die Heterogenität etwas aufzulösen. Und weil diese 36 Clubs offensichtlich, weil zur Fairness gehört ja auch, dass eine offensichtliche Mehrheit oder ein großer Anteil der Clubs andere Ziele hat als 5 bis 10 Clubs oben drüber, ist ja fair enough. Also, dass die ihre Ziele verfolgen wollen und sagen, ja, es ist schön, was Bayern möchte, aber wir müssen ja auch auf uns achten, finde ich auch akzeptabel, ist ein demokratischer Prozess. Ist es sinnvoll, diese Interessensgruppen zu verkleinern, damit man die dann auch mehr unter einem Dach bekommt? Na, ich meine, wir hatten immer eine heterogene Interessenlage, muss man sagen. Klar, Bayern München, Borussia Dortmund, dann gab es das zwischenzeitlich immer größer werdende Mittelfeld und dann eben auch, ich sag mal, Fahrstuhlvereine, die mal abgestiegen sind, wieder aufgestiegen sind. Im Prinzip, wenn man es auf einen Nenner bringen will, ist, jeder will mehr Kohle. Fakt. Weil er in die Qualität seiner Mannschaft oder was auch immer investieren will. Aber man hat es immer wieder geschafft, mit welchen Solidaritätsgedanken und auch Verständnisgedanken von den kleineren Lösungen zu finden. Ich mache mir seit letzten Dienstag ernsthafte Sorgen. Und Aki Watzke hat das ja direkt in der Pressekonferenz danach auch kundgetan. Es soll mir bitte keiner mehr in der nahen Zukunft oder Zukunft mit irgendwelchen Solidaritätsforderungen kommen. Und ich glaube... War das eine Spontanreaktion oder haben Sie da mit ihm telefoniert? Offensichtlich war er sauer, weil alle davon ausgegangen sind, trotz auch kontroverser interner Diskussionen, die man ja geführt hat, die auch okay sind, war man trotzdem optimistisch, dass man die 2/3-Mehrheit, die man gebraucht hätte, um den Prozess eben einzuleiten, mehr wäre ja noch gar nicht passiert, es wäre ja nur der Prozess eingeleitet worden, dass man die bekommt, aber eben mit nur 20 war man eben unter dem Quorum von 2/3 und damit war es erledigt. Und klar, meine, Sie dürfen nicht vergessen, Leute wie Hellmann, Leki, Watzke, die haben sich unglaublich den Arsch aufgerissen, muss man direkt sagen, um einfach den Prozentsatz so tief wie möglich, das war ja, ich finde, 12,5% tiefer kannst du ja gar nicht mehr anbieten und trotzdem dann da oben ein Outcome von circa 2 Milliarden damit zu generieren, das wäre ein stolzes Ergebnis gewesen, muss man sagen, dass dem deutschen Fußball Perspektiven eröffnet hätte, Visionen möglich gemacht hätte. Und bitte eins nicht vergessen, wir sind katastrophal im Moment aufgestellt, speziell in der ausländischen TV-Vermarktung. Wir hatten mal eine Prognose von 850 Mio per anno. Wissen Sie, wo wir jetzt sind? Bei 160. Und dieses Geld, muss man wissen, ist insbesondere wichtig für die Clubs, die international spielen, weil der Verteilerschlüssel da natürlich vom Punktesystem, das sie international erspielen, man kriegt ja für jeden Sieg in der Champions League, in der Europa League oder Conference League 2 Punkte und für einen Unentschieden 1 Punkt. Und gemäß dieser sogenannten 5-Jahres-Rechnung hat man dann eben auch partizipiert nach einem Schlüssel, insbesondere bei den Einnahmen aus dem internationalen TV-Geschäft. Das ist natürlich den großen Clubs weitestgehend jetzt weggebrochen und das fehlt ganz klar in jeder Kasse, auch bei Bayern München. Welche Konsequenzen werden daraus passieren? Was meinen Sie? Ich komme nochmal zurück auf diese Frage. Ich befürchte, dass... Sonst machen wir ja wieder so weiter. Ich glaube, dass der TV-Markt in Deutschland sowieso nicht unbedingt, weil ich gerade die Farbe Magenta sehe, leicht rosig mir erscheint in der Zukunft. Und ich glaube, die Verteilerkämpfe werden möglicherweise noch an Heftigkeit zunehmen. Man hat es immer geschafft, aber durch dieses Zeichen jetzt der 16 wird es schwieriger, ob als Konsequenz, was ich mir persönlich nicht wünsche, daraus eine Trennung zwischen erster und zweiter Liga passiert, aber ausschließen heute würde ich es auch nicht ganz einfach, weil das war schon ein Federhandschuh, der da hingeschmissen worden ist, den es früher in der Qualität nie gegeben hat. Wir gehen nochmal einen Schritt weiter. Willkommen zurück in der Fußball-Bundesliga, Herr Rummenigge. Ich soll Sie ganz herzlich grüßen von Ihrer Familie. Wir finden das super. Ich habe gedacht, beim nächsten Treffen unterhalten wir uns in der Sansibar über die Qualität des Riojas. Machen wir auch gerne. Aber warum, jetzt sind Sie wieder da. Das ist toll. Ich glaube, viele freuen sich. Erstmal persönlich gefragt, warum tun Sie sich das nochmal an? Sie können auch nicht ohne, ne? Doch, ich kann ohne. Ich habe das 2 Jahre ohne jetzt gemacht und habe mich eigentlich wohl dabei gefühlt. Aber wenn Sie 40 Jahre in diesem Club mitgewirkt haben, ich habe 10 Jahre gespielt, 10 Jahre war ich Vizepräsident und dann 20 Jahre habe ich jetzt den Club
als Vorstandsvorsitzender leiten dürfen. Und es war eine große Verantwortung, aber mir auch eine große Freude, muss ich ehrlich sagen. Es hat mir Spaß gemacht. Und wenn dann Uli Hoeneß, Herbert Hainer kommen und sagen, kannst du bitte die vakante Position bei uns im Aufsichtsrat übernehmen, einen dann mit diesen treuen, ich muss fast sagen, Hundeaugen von Uli Hoeneß anschauen, dann können Sie schlecht Nein sagen. Meine Frau musste ich etwas beruhigen, die war natürlich nicht unbedingt begeistert, wie man sich das vorstellen kann. Ja. Aber sie hat auch trotzdem Verständnis. Wie wird Ihre Rolle aussehen? Sie sind im Aufsichtsrat dann jetzt wieder. Wie operativ wird die Rolle vielleicht trotzdem werden? Ja, wir haben ja im Moment noch eine Vakanz im Sportbereich. Im Prinzip suchen wir jetzt noch einen Sportvorstand, / Sportdirektor, der dann auch operativ tätig wird. Solange diese Vakanz eben noch offen ist, werden Uli und ich mit Trainer, mit auch dem neuen CEO Jan Dresen, werden wir die Dinge besprechen und dann eben in der Kaderplanung, die jetzt natürlich ansteht, weil der Transfermarkt hat ja heute offiziell eröffnet, werden wir schauen. Aber ich muss trotzdem sagen, ich mache mir keine Sorge. Ich finde, die Mannschaft ist grundsätzlich gut. Sonst wäre sie nicht deutscher Meister letzten Samstag geworden. Und diese deutsche Meisterschaft, sage ich mal, so eng sie war, ist trotzdem hilfreich, weil damit hat man eine positive Grundstimmung in dem Club wieder hergestellt. Und ich finde die Mannschaft eigentlich gut. Wir müssen jetzt als Club wieder grundsätzlich zur Ruhe finden, weil wir haben natürlich seit dem Trainerwechsel im März, war der, glaube ich, eine schon konstante Unruhe gehabt. Und die müssen wir jetzt mal wieder absenken. Und dann muss man die Dinge machen, die man macht. Und also ich habe keine Zukunftsängste, was Bayern München insgesamt. Wie lang soll die Lösung sein, Herr Rummenigge? Man könnte ja kritisieren, jetzt mit, in Anführungszeichen, mit alten Kräften, möchte man jetzt die Zukunft des FC Bayern gestalten? Man könnte kritisieren, ja, kann das die richtige Antwort sein? Das ist jetzt im Prinzip aus der eine Geschichte, die natürlich entstanden ist aus der Diskussion. Ich meine, wir haben uns alle nicht danach gesehen, muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe eigentlich 2 Jahre in sehr großer Zufriedenheit gelebt und ich habe mich auch ein Stück distanziert, wenn Sie jeden Tag morgens um 8 ins Büro gehen und dann manchmal auch 7 Tagewochen haben, insbesondere wenn am Samstag mal ein Spiel daneben gegangen ist. Und ich war ein Freund auch zum Zeitpunkt immer aufzuhören. Ich habe mein ganzes Leben immer selbstbestimmt aufgehört. Ich habe als Spieler, ich glaube, ich war 34, mit 34 aufgehört, obwohl ich noch fit war. Ich hatte keine Verletzung, aber ich habe gemerkt, es wird hier oben weniger. Also lieber konsequent aufhören. Ich habe dann bei Bayern München vor 2 Jahren aufgehört, da war ich 65, also mathematisch, damit Sie nicht rechnen müssen, bin ich jetzt 67. Ich werde das so machen, wie sich das eigentlich für einen Aufsichtsrat gehört. Die Aufgabe des Aufsichtsrats ist eine andere als die ich bis vor 2 Jahren gemacht habe. Die ist nicht operativ. Wir sind jetzt, müssen speziell Uli und ich dem Trainer und dem Verein in der Richtung Fußball, sage ich mal, Kaderplanung, Vorbereitung und das alles auch dem Jan Dresen, der ein toller Mann ist, kann ich nur sagen, das ist eine gute Entscheidung gewesen, den da jetzt als Nachfolger zu holen, weil der kennt den Laden seit 10 Jahren. Aber wir werden jetzt uns ein bisschen einbringen, bis die Vakanz eben sportlich gelöst ist und wir hoffen, dass wir die schnell lösen können. Und dann werden wir uns auch wieder ein Stück zurückziehen. Ohne jetzt, weil darum müssen wir auch nicht, das können andere Medien machen, hier anfangen, schmutzige Wäsche zu waschen. Anders gefragt, was hat dem FC Bayern gefehlt in den letzten 1-2 Jahren, wo Sie sagen, das müssen wir wieder verändern? Ja, es war, man hat natürlich nach mir schon Dinge verändert. Und die haben natürlich dazu geführt, dass schon eine gewisse Unruhe ganz einfach da war. Im Club selbst, aber auch in der Mannschaft. Wir hatten einen jungen Trainer mit Julian Nagelsmann. Und ich bin ehrlich gesagt, nicht weil ich alt bin, ich bin immer ein Freund gewesen von auch Erfahrung. Du brauchst diesen jugendlichen Leichtsinn in einer Mannschaft, du brauchst aber auch die Erfahrung. Und der Trainer, bei dem ich das am meisten gelernt habe, war Jupp Heynckes. Der ist ja,
ich glaube, zweimal zurückgekommen war. Da waren aber auch Dackelaugen im Spiel. Ja, aber er ist zweimal zurückgekommen, aber ich sage Ihnen eins, er hat über Nacht die Ruhe wieder in die Mannschaft zurückgebracht und er hat, als ohne die Hand aufzulegen, auch ganz einfach wieder den Erfolg damit zurückgebracht, weil Erfahrung ist etwas, was du auch machen musst, auch im Negativen. Ich habe auch negative Erfahrungen gemacht, aber die kann man dann auch umsetzen. Mhm. Und meine Zeit als Spieler, die hat mir in meinem zweiten Job, sage ich mal, bei Bayern München, die hat mir sehr geholfen, weil man hat alles irgendwann erlebt. Also wenn ein Spieler kritisiert wird, weil er schlecht gespielt hat, habe ich das alles selber erlebt und ich weiß dann, wie man mit solchen Spielern dann umgehen muss. Man muss nämlich Dinge verändern, idealerweise, wenn es gut läuft. Und wenn man ein Spiel verloren ist, musst du den Spieler, obwohl er vielleicht an dem Tag ganz schlecht gespielt hat, in den Arm nehmen und sagen, nächste Woche Vollgas, revidieren wir. Und diese Dinge müssen wir jetzt auch in den Club wieder einbringen. Die Mannschaft muss ein super Verhältnis zum Club haben und der Club muss ein super Verhältnis zur Mannschaft haben. Weil die Mannschaft ist nicht nur bei Bayern München das Wichtigste. Bei jedem Fußballclub ist die Mannschaft das Wichtigste. Und das muss man in den Mittelpunkt stellen und das muss man schützen, unterstützen, kann man auch zwischendurch kritisieren, aber bitte nicht zu öffentlich dann auch. Ich sag mal so, der Einstieg von Herrn Tuchel als Trainer, der war ja, sagen wir mal, ist viel passiert in der Zeit. Also ich glaube, das hat er sich vielleicht auch ein bisschen anders vorgestellt. Wie weit werden Sie ihn jetzt damit einbinden in die neuen Lösungen? Oder sagen Sie, wie gehen Sie an das Thema Sportdirektor zum Beispiel ran? Sie haben zum Beispiel gesagt, wir holen jetzt einen Sportdirektor. Wird es ein Sportvorstand wieder sein und Sportdirektor? Vielleicht schon nochmal ein Unterschied, wie stark diese Rolle ausgeprägt sein wird. Und wie weit werden Sie den Trainer damit einbinden? Ist das für Sie eine langfristige Lösung? Und Sie sagen, ja, den müssen wir jetzt halt mitnehmen? Ja, der Trainer bei Bayern München muss ja, ist im Übrigen auch immer in die Kaderplanung mit eingebunden. Weil du kannst ja nicht irgendeinen Spieler verpflichten, gegen den Willen des Trainers, der dann sagt, den Spieler will ich überhaupt nicht, weil da kreierst du dir ja automatisch ein Problem. Also natürlich muss der Trainer dabei sein, wenn du eine Kaderplanung machst, muss am Tisch sitzen. Und natürlich wird bei Kaderplanung auch mal kontrovers diskutiert. Aber was ich bei Bayern München immer gut fand, wenn man entschieden hat, für diesen Trainer, für diesen Sportvorstand, / Sportdirektor oder für diesen Spieler hat man sich entschieden, dann haben alle dahinter gestanden. Es ist nie einer hinterher mal neunmal klug gekommen und gesagt, wenn ein Spieler mal nicht so funktioniert hat, habe ich ja gleich gesagt. Also es war immer so eine, ich glaube, was bei Bayern München, ich denke, den Medien missfallen hat, aber uns immer gefallen hat, wissen Sie, was es war? Die deutschen Meisterschaften, elfmal. Ja, die deutschen Meisterschaften auch, als Endresultat. Aber die Wagenburg, wenn wir eine Krise hatten. Wir haben dann, der Alfred Draxler von der Bild-Zeitung, der hat mir mal erzählt, wenn Bayern München eine Krise hat, wird die Wagenburg aufgebaut, die Kanonen aufgebaut und dann losgedonnert. Man weiß noch nicht, wer gerade losdonnert. Und ich glaube, zu dem Kriterium muss man ein Stück auch wieder zurückkommen. Wir müssen wieder eine Einheit werden. Der ganze Club, die Mannschaft, der Trainer, der Vorstand, alle müssen hinter dem Projekt stehen. Erfolg. Am Ende des Tages wirst du auch natürlich besonders bei Bayern München nur am Erfolg gemessen. Und kann diese Wagenburg dann vom Aufsichtsrat kommen? Weil Herr Dresen, ich kenne Herrn Dresen nicht wirklich gut, aber er ist, glaube ich, vom Typ gar nicht so. Er war bis immer einer, der im Hintergrund sehr stark, glaube ich, für den FC Bayern agiert hat. Hatte, glaube ich, eine starke Rolle. Aber er war natürlich nicht so in der Öffentlichkeit. Und das kennt man ja von Ihnen und auch von Herrn Hoeneß. Diese Wagenburg wurde ja von Ihnen geprägt, auch in der operativen Verantwortung. Kommt das jetzt vom Aufsichtsrat dann künftig? Nein, es kommt nicht vom Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat, wie der Titel schon sagt, ist zwar das höchste Gremium des Clubs, aber er berät und beaufsichtigt. Entscheiden, und das wird auch in der Zukunft so sein, wird weiterhin die operative Ebene, das ist der Vorstand. Jan Dresen im Übrigen, ich habe mit ihm 8 Jahre zusammengearbeitet, hat 2 Wunder vollbracht. Die 2 Lockheits von Corona zu überstehen finanziell. Wir waren, glaube ich, einer von 5 Vereinen in Europa, die in diesen beiden Jahren keine Verluste geschrieben haben. Ich habe mit ihm kontinuierlich Austausch gehabt und jeden Samstag, wenn ich irgendwo in so einem leeren Stadion mit ihm gesessen bin, habe ich gesagt, kriegen wir das finanziell hin? Er hat immer ganz entspannter gesessen und hat mir gesagt, solange er entspannter sitzt, wird es gut sein. Und wir hatten kurioserweise, trotz dieser Corona-Problematik, die, wie gesagt, auch den Fußball oder nicht nur den Fußball getroffen hat, sondern die ganze Welt, in diesen beiden trotzdem Profit. Und die Philosophie bei Bayern München war immer, die sportlichen Erfolg haben,
aber solide und seriös finanziert. Und das ist die Basis immer gewesen. Und das Gute an der jetzigen Situation, weil meine, wir haben ja ein Luxusproblem durch den Fakt, dass wir am letzten Samstag ja nicht titellos aus der Saison rausgegangen sind, sondern ich habe immer gesagt, der ehrlichste Titel ist die deutsche Meisterschaft, weil nach 34 Spielen Glück, Pech, wenn du es bist, hast du es verdient. Und das Gute an der ganzen Situation ist, dass die Finanzen noch auf einem wirklich sehr guten Niveau sind und das trägt den Namen Jan Dresen. Mhm. Und deshalb finde ich, ist diese Entscheidung des Aufsichtsrats, die einstimmig gefallen ist pro Jan, auch die richtige. Weil er kennt den Laden, er ist 10 Jahre jetzt da und er wird einen guten Job machen. Mhm. Und wenn ich eins gelernt habe, bei Finanzern, die darf man nicht unterschätzen, die sind extrem wichtig. Sie sind zwar viel im Hintergrund tätig, aber wenn sie einen guten haben, müssen sie ihn lange behalten. Wenn Sie haben gerade gesagt, Kaderplanung ist natürlich ein ganz akutes Thema. Wollen Sie mit Herrn Thurmann und der Sportdirektor, wie schnell soll der kommen? Und kommt gestern. Der auch bis gestern? Nein. Und es wurden ja auch schon Namen gehandelt, die üblichen, die man sich dann so vorstellt, aus Leipzig und aus Frankfurt. Dort hat man entsprechend reagiert und hat gesagt, das finden wir super Ideen. Woher soll der kommen? Sie sind international unterwegs. Warum denn nicht mal international? Muss der aus Deutschland kommen? Ich habe eins festgestellt, als wir ausländische Trainer hatten. Wir hatten keine Probleme damit, dass die Trainer am Anfang nicht so fließend Deutsch gesprochen haben, aber unsere Medienwelt schon, unsere Öffentlichkeit schon. Und ich glaube, dass es schon nicht ganz unwichtig ist, dass es dann auch ein Deutscher ist. Mhm. Es gibt ohne Frage auch erstklassige Leute im Ausland, aber ich glaube, wir sind gut beraten, in dem Fall uns auf Deutschland zu konzentrieren. Das heißt, da wird bald was kommen? Ich wünsche es. Wir wünschen es so zügig wie möglich. Dann kann ich auch wieder meinen Sommerurlaub etwas verlängert auf Sylt verbringen. Ja, zu Recht. Das war gefühlt die einmalige Chance für die Liga, mal dem FC Bayern 1 auszuwischen. Müssen wir jetzt befürchten, dass sie jetzt den Laden wieder so hinstellen, dass wir auch die nächsten 10 Jahre wissen, wer Meister wird? Liegt das eigentlich am FC Bayern oder liegt das an den anderen? Das meine ich jetzt gar nicht böse. Man hätte ja auch sagen können, also mehr kann der FC Bayern in diesem Jahr nicht anbieten. Ja, aber wir hatten, das darf man auch nicht vergessen, an Weihnachten, ich glaube, 9 Punkte Vorsprung vor Dortmund. Wir hatten und haben 11 Punkte auf Dortmund verspielt bis letzten Samstag. Das ist eine Schwäche, die ich bei Bayern München auch noch lange nicht mehr erlebt habe. Und wir haben angeboten. Ja. Wir haben zu viel angeboten. Aber ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich sage Ihnen eins, ich habe letzte Woche ja auch, da ich nicht in Köln beim Spiel war mit unserer Mannschaft, habe ich das, mir diese Konferenz angeschaut. Und ich muss ehrlich sagen, die Leute in Dortmund haben mir auch leid getan. Leid getan. Ich habe mich für Bayern München gefreut, aber sie haben mir auch leid getan, weil wenn du diese Gesichter gesehen hast und du läufst jetzt 10 Jahre dieser Marie hinterher, keine deutsche Meisterschaft gewonnen zu haben und bist eigentlich um 15.30 Uhr, glaube ich, war das ganze Stadion einer Meinung, wir werden deutscher Meister. Und dann 17.30 Uhr Abpfiff, nada. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es ist wäre kein guter Moment, wenn Bayern München jetzt arrogant darauf reagieren würde. Ich glaube, wir müssen aus dieser Saison auch gewisse Konsequenzen ziehen. Und die meine ich nicht jetzt, was weiß ich, hunderte von Millionen in den Transfermarkt blasen, um sowas zu verhindern, sondern ganz einfach. Aber wie viele Millionen? Das weiß ich nicht. Der Transfermarkt ist insgesamt meiner Meinung nach viel zu teuer geworden in den letzten Jahren. Aber können Sie sich dem entziehen, Herr Rummenigge? Sie gucken ja nicht nur in die Bundesliga, Sie wollen ja auch Champions League wieder. Wir wollen Champions League eine Rolle spielen und früher, ich habe immer gesagt, wir wollen deutscher Meister werden und wir wollen in den anderen 2 Wettbewerben DFB-Pokal idealerweise nach Berlin fahren. Und Champions League war immer mein persönliches Ziel, mindestens Halbfinale zu erreichen. Was fehlt Ihnen dafür aktuell? Außer, also wenn wir eine Runde weitergekommen wären, hätten wir es geschafft. Nein, wir haben... Für die kommende Saison. Ja, aber Champions League zu gewinnen. Ja, wir Halbfinale. Wir waren bis vor, ich glaube, bis zum Spiel Manchester City sogar noch Tabellenerster in dieser UEFA Club Ranking, in diesem UEFA Club Ranking.
danach dann nicht mehr. Ich glaube, jetzt führte Real Madrid und jetzt wird City sein. Das entscheidende Kriterium ist, um Champions League zu gewinnen. Wissen Sie, was mein bestes Erlebnis war? 2013, 2020 haben wir beide Male die Champions League gewonnen. Ich weiß nicht, ob wir in beiden Jahren die beste Mannschaft waren. Ich glaube nicht, dass wir 2020 individuell die beste Mannschaft von allen Mannschaften in Europa waren. Aber wissen Sie, was wir hatten? Wir waren ein ganz verschworener Haufen. Alle. Von ganz oben bis ganz unten, bis zu den Zeugwarten, haben alle vom Viertelfinale, damals haben wir gegen Barcelona gespielt, 8-2 gewonnen. Ich habe da oben auf der Tribüne gesessen und habe gedacht, morgen früh wachst du auf und der Traum ist vorbei. Glücklicherweise nicht. Halbfinale 3-0 gewonnen. Finale auch mit etwas Glück 1-0 gewonnen. Aber wir haben dieses Turnier, es war ja das erste Mal ein Final Eight, das gespielt wurde in der Champions League-Geschichte, gewonnen, weil jeder positive Stimmung hatte. Jeder 100% gegeben hat, von ganz oben, wie gesagt, bis ganz unten. Und jeder hat seinen Beitrag geleistet. Und dazu müssen wir wiederkommen, dass wir dieser ganz verschworene Haufen werden, den Hansi Flick damals natürlich auch extremst mitkreiert hat, um diesen Erfolg zu haben. Das ist 1, 2, 3% Unterschied zwischen leider Viertelfinale ausscheiden und Finale gewinnen. Selbst der große Pep Guardiola, ich glaube, das letzte Mal hat er 2011 die Champions League gewonnen, der hechelt diesen Triumph nach. Aber es ist jetzt 12 Jahre her, auch wenn es dann nächste Woche wird. Wenn Sie über den verschworenen Haufen reden, Sie machen mir total Angst. Ich wünsche Ihnen für die internationalen Geschichten alles, alles Gute und wünsche, dass Sie alles gewinnen mögen. Und für die Bundesliga, dass Sie sich qualifizieren weiterhin für die Champions League. Ich denke, das wäre im Sinne aller, nehmen Sie es mir nicht persönlich, Herr Rummenigge, neutral gesehen. Es war riesig, dass Sie wieder da waren. Herzlichen Dank. Bitte sehr.